Also ich habe trotzdem das Gefühl, da endet es noch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier schon irgendwie endet. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen mehr. Kann man nicht vorstellen, dass es jetzt hier schon endet. Kommt noch was, da kommt fix noch was. Oh mein, der Schaden ist jetzt lustig. Voila! Weißt du nicht, wie viele daherkommen, aber du versuchst. Voila, hoppala! Was ist mit euch, Jungs und Mädels? Ich hab mir gedacht, ihr macht jetzt mal langsam ein bisschen an Schaden hier. Oh, jetzt will einer, möchte gern Wichser spielen, oder was? Fick ihn, Alter, fick ihn. Oh, yes, bitch. Wo zum Teufel kommen die alle her? Ich will gar nicht wissen, wie viel die bezahlt kriegen. Hammer. Ich will es gar nicht wissen, wie viel die bezahlt kriegen. Bist du deppert, Moment. Bist du deppert. Von wegen, die Gefahr ist gebannt. Ich bin doch hier. Ich will es gar nicht wissen, wie viel die bezahlt kriegen. Okay, ja, danke, so, das sei mir nicht hab. Da kannst du es ja mal komplett vergessen. Da kannst du es komplett vergessen. Mit den Viechern soll mir einer zeigen, dass der das schafft. Fick ihm, Alter, fick ihm. Ohne Schaden. Ich glaube, ich werde deppert. Ich glaube, ich werde deppert, Alter. Ohne Schaden. Jo, genau, geht. Also der Bauer doppelt. Oh, mies. Passt. Wieder einer weniger. jetzt kann ich mich wenigstens nur auf Wärme konzentrieren. Und tschüss. Boah, da sind wir schon Mittelpunkt der Erde, oder was? Wie weit geht's denn da noch, weh? Ihr ist voll Trotteln. Ich kann relativ gut vorstellen, dass so der ein oder andere große Aufsteller schon langsam mal am Start ist. Damit wir mal jeden durch haben. Weil wenn wir schon mal, ich sag's ja, damit wir wenigstens, da haben wir schon mal wenigstens alle Gegner am Start. So, zack, zack. Tschüss, Papa. Damit wir wirklich jeden gehabt haben wir mal. Mhm. Ist mir wichtig. Ist mir wurscht, wie viel ich Schaden abkrieg. Huch. War knapp. Definitiv knapp. Mhm. Mhm. Haha! Alter! Der Bogen hat jetzt fast so ausgeschaut, wie würde jetzt. Du hast Talents gerufen. Ist alles okay? Ich denke schon. Wenn er Talents herschickt, ist er verzweifelt. Er hat schon sehr verbogen ausgeschaut jetzt. Bist du deppert? Vorsicht. Ja, wenn er die Talents einsetzt, ja, dann wissen wir hier schon Bescheid. Dann wissen wir sowieso schon Bescheid. Okay, was war das? Hi. Ich wollte gerade sagen, so anscheinend weiß da noch immer keiner Bescheid, dass wir hier sind. Ja, kommt mal her, meine Süßen. Das wär's. Hoppa! Kommen wir mal her da. Ah, shit. Ich weiß, es trifft mich wahrscheinlich fix. Na, dann scheiße ich drauf. Oh, so kann ich das aber auch machen anscheinend. Kommen wir her da, kommen wir her da. Passt, aber jetzt. So geht's auch, so geht's auch. Sehr gut. Schmeckt. Komm mal her. Oh, flieg, flack, die ist das jenes, Alter. Die Stromversorgung des Gebäudes zu steuern. Der macht dann wie ein Flau, Alter. Bam, bam, bam.
Vorschlag. Warum schaltest du den Strom nicht einfach ab? Ich bin mir ziemlich sicher, dann wäre ich hier gefangen. Ich muss nur einen Weg finden. Wollte schon sagen, so, diesmal renne ich lieber schon mal voraus. Und habt ihr jetzt die Kamera gesehen? Das ist genau das, was ich vorher gemeint habe. Ganz gefährlich. Nichts als Feuer und Giftgas. Dreckskamera, Drecksteuerung. Dieser Reaktor sieht tödlich aus. Ist das vielleicht sein Zweck? Ist noch jemand mit dem System verbunden? Ich. Was brauchst du? Steht da irgendwo Reaktor drauf? Warte, Reaktor-Diagnosemodus. Aha. Aktivier ihn bitte. Wollte gerade sagen, es wird gerade irgendwie schlimmer statt besser. Okay, wir müssen anscheinend definitiv warten. Okay. Geschafft ist geschafft. Könntest du das vielleicht auch noch deaktivieren? Also wenn es mich jetzt erwischt hätte, definitiv Pech gehabt. Weil ich einfach urlang gewartet habe. Das wär's jetzt gewesen. Opa! Aber jetzt! Da geht man der Meier nochmal wieder durch und so scheiß Kisten. Ja, glaubst du, ich hab die Kisten gesehen an dem Ansatzweise. Alter, Vater. Warten, jetzt. Chill. Wow, das. Gleich haben wir einen Knack gekriegt, hab der leckt mir am Arsch. Die dritte Kiste ist am Arsch der Welt, Alter, leckt mir am Arsch. Glockenturm, ah, hinter dem Reaktor ist etwas, das wie eine Anlage des Bonus für Bonuskisten. Schau mich mal um. Geil. Taugt mir. Bonus für Bonuskisten. Kann mich noch jemand hören? Ich habe ja gesagt gehabt, das ist sicher nicht die einzige Brutstätte, was die da haben. Schon wieder die nächste. Wahrscheinlich auch noch mit Mitarbeitern von Kane Industries. Was? Willst du kündigen? Ah, reden wir mal drüber. Machen wir ein Vier-Augen-Gespräch. Machen wir mal fix ein Vier-Augen-Gespräch, Brudi. Reden wir mal drüber, über ein Gehalt und alles drum und dran. Weißt du was? Reden wir drüber, kriegst ein bisschen mehr und das passt dann schon. So könnte ich mir dann definitiv das Gespräch vorstellen. Ja, weißt du was, kriegst du mal das, das passt dann schon. Besser halt, was der. Wir können dir nicht zu viel anbieten. Aber setz dich mal hin, nimmst einen Drink, chillst da mal ab und zu mal ganz kurz und denkst mal wirklich so ein bisschen drüber nach, ob du jetzt wirklich kündigen willst. So in der Richtung könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Ah, komm, reden wir noch mal drüber. Was ist denn das Problem? Okay. Hätte jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Du hast keine Chance. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich habe mir gedacht, ich renne mal da durch und tschüss. Hätte mir wirklich gedacht, ich die renne einfach durch, das merkt keiner. Anscheinend sind sie ab und zu dann doch nicht so deppert, wie gedacht. Deine chillt eh schon mal langsam. Ist dann gut, das ist dann sehr gut. Nein, oder andere wenigstens schon mal langsam chillt. Weil wenn dann den schon, machen wir schon gescheit oder gar nicht, weil den schaffen wir locker. Den schaffen wir locker.
Waffen mit uns? Waffen mit uns? Sicher, sicher. Wollte gerade sagen, so interessiert den Zweien einfach überhaupt nicht. Alles klar. Wollte gerade sagen, so Bayern war sie halt nur nicht. Ist das so ausschaut. Sagen so, der hat anscheinend mal wieder gar nichts mitgekriegt. Sehr gut. Ah, chill mal. Ah, da haben wir was. Zu der Kiste sollte ich vielleicht auch mal vorbeischauen. Nicht der Fächler, wenn ich nicht vergessen. Wichtig und richtig. Ganz, ganz gefährlich. Jetzt ist eigentlich dann mittlerweile dann eh schon wurscht. Da können wir mal den hier machen. Mit der Mine sogar. Und wenn man... Oh, komm! Das wird so viel schönen Extra-Schaden machen. So einen schönen Extra-Schaden. Mann. Muss echt nicht sein. Das hat wirklich einen fetten, geilen Extra-Schaden gegeben. Mit ihr, Alter. Wo geht denn der hier, Alter? Der vertschüßt sich schon. Tom, hörst du mich? Du bist allein. Hi. Mach mal Klopf. Sag nicht, dass du wolltest, dass ich so weit komme. Wollte gerade sagen, so, da wird so irgendwo. Das Material kenne ich. Jetzt ein sprechender Laser. Noch mal der Laser. Ich glaube, da haben wir nichts mehr in der Richtung, oder? Hier muss es doch was für die verstärkte Tür geben. Okay, das könnten wir vielleicht nutzen. Das könnten wir definitiv nutzen. Oder vielleicht sogar den Haber da. Diese Steuerung ist also für die Plattform? Ich glaube, das wird nichts. Holla! Der ein oder andere Schuss wieder mal definitiv nichts. Gigi. Wie süß. War ein netter Versuch. Aber, Dankeschön. Ja. Wir haben schon so brav geübt. Es wird wohl nichts mehr. Wir könnten versuchen reinzufahren. Das ist ja wenigstens schon mal was. Aha, okay. Aber vielleicht können wir dann wenigstens so den ein oder anderen Wechsel durchführen. Eine Kransteuerung. Sieht einfach aus. Das ist sehr, sehr praktisch. Könntest du ruhig kommen? Oh, und da eine Viechmäßige kommt auch schon. Super. Habe ich so vermisst. Können da nicht normale auch nur herkommen? Nein, es muss auch so ein Depp da herkommen. Super. Bis der mal da ist. Können wir schon das nächste aktivieren. Und tschüss. Dann würde ich mal sagen, Laser kann aktiviert werden. Ich würde aber trotzdem gehen, den einen oder anderen Schritt dann doch lieber zurück machen an deiner Stelle. Das wird sicher jede Menge Geld kosten. Starte Atemsystem. Das wäre aber ein bisschen bitter, wenn wir trotzdem nicht reinkommen würden. Das wäre in dem Fall ein bisschen sehr bitter. Ich hoffe, der hat ein bisschen Abstand gehalten. Kann ein bisschen warm werden da drin. Hi! Schön ist das hier. Ist so dein Hobbyraum oder was? tja,
bei der Tür kann es wieder ein bisschen komplizierter werden. Ich glaube nicht, dass man reinpasst mit dem Auto oder mit Laser. Also so stark ist sie, der macht nicht auf Superboy. Das kann ich mir ja weniger vorstellen. Ein Versuch ist wert. Steppert halt wie eine kleine Atombombe oder what the fuck, Alter. Leck mir am Arsch. Aber ohne Spaß, wie so eine kleine Atombombe. Okay, da trifft eh das, was ich will. Weiß nicht, ob das jetzt mei ist oder nicht. Kann ich da nicht sagen. Wenn wir sehen, wenn es mich gleich abschießt. Na, schaut gut aus. Schaut definitiv gut aus. Warte ich lieber. Abstand. Abstand. Definitiv Abstand. Mhm. Alter, wie so eine kleine Atombombe, da leck mir mal. Ja, schieb, dass das auch jetzt mal deaktiviert worden ist. Ich glaube, das sind jetzt zwei neue Versionen. Also bildest du eine Armee gegen die Liga? Um Gotham vor sich selbst zu retten. Gotham braucht Jäger, die neuen Retter. Sie gedeihen im Schatten, wie Bruce und wie du. Aber sie wissen, wo sie hingehören. Nice. Aber jetzt gleich wieder zwei neue zu kriegen. Ist wieder lustig. Kann wieder lustig werden. Muss wieder aufpassen, was ich ausnutze. Keiner geht hin. Danke. Dankeschön, Dankeschön. So. Ja. Ja. Chill. Chill. Okay, mit dem Move wird's einmal nix. Ich muss einmal kennenlernen. Ich muss mit dem. Ah, okay, mit dem schweren Schlag und tschüss. Okay, die sind dann halt in dem Fall mit dem schweren Schlag und gescheißen. Quasi. In Deutsch. Passt, passt. Nur damit ich dann mal viel später definitiv Bescheid weiß, wie ich gegen die ankomme. Starker Schlag. Tschüss, Papa. Ich weiß nicht, ob du mich hören kannst, Kane, aber ich komme. Nee. Der flieht uns jetzt ernsthaft. Na, geh. Komm, Robin. Gib ein bisschen Gas. Na, Gott sei Dank. Natürlich habt ihr U-Boote. Ich dachte, er hat ein bisschen mehr drauf. Aber jetzt wenigstens versucht. Du bist wie Ungeziefer. Zeig, was du kannst. Los, mach schon. Ich will dir nicht mehr wehtun, als ich unbedingt muss. Du hattest im Orchard deine Chance. Du hast mich enttäuscht. Du hast Bruce enttäuscht. Nee, glaube ich nicht. Jeder andere Robin hätte ihn nicht sterben lassen. Gotham wird nie an den Rat glauben. Oder daran, dass ich die Stimme bin. Ach was, was denn? Sie müssen nur glauben, dass du längst umgekehrt hast. Und wenn ich's war? Hä? Welcher Reporter berichtet davon? Welcher Cop nimmt mich fest? Welcher Richter verurteilt mich? Sie warten wohl schon draußen. Tja, bis auf die Richterin. Meine Frau ist Commissioner. Ich komme sofort wieder frei. Was? Die Frau ist kommt. Oh mein Gott, Alter. Ja, da, Steppati, der ist fix gleich wieder draußen. Das kann lustig werden. Sag jetzt bitte nicht, wir müssen ihn freilassen. Bitte sag jetzt nicht. Naja, die kommt fix jetzt in dem Moment. Erst du, wir müssen ihn freilassen.
Oder sie hat den 31er gemacht. Das kann auch sein. Dafür nimmt Catherine ihn die Marke. Ein kleiner Preis für ihre Verhaftung. Also jetzt gar nicht gewesen, wenn sie den 31er gemacht hätte. Oder sie tut so vor Robin, weil sie einfach keine Chance hat gegen ihn und sie weiß es. Und das nutzt sie gegen ihn. Nimmt er mit und dann, ja bitte hier.